Sie gehören zu keinem Verein und auch nicht zum DFB und trotzdem sind Sie die mächtigen Hintermänner der Bundesliga. Spielerberater, Spielermanager, Spielervermittler. Das Transferkarussell, bei dem heutzutage Millionen umgesetzt werden, käme ohne Sie wahrscheinlich zum Stillstand. Und dabei führen Vermittler ihre Geschäfte oftmals am Rande der Legalität. Andreas Bosbach mit einem Bericht über jene Männer, die sich nur ungern filmen lassen. Eigentlich ist der Kaiser an allem schuld. Beckenbauer und sein Manager Robert Schwan sind das Vorbild aller modernen Spielerberater. Bei mir war es damals so, nach der Weltmeisterschaft 66, als ich zum ersten Mal auch international in den Blickpunkt rückte, kam natürlich sehr viel auf mich zu, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung vor allem. Und das sind natürlich Dinge, die ein Dritter, sprich Berater, besser für einen abwickeln kann als der Betreffende selbst. Rund 80% der Profifußballer bedienen sich heute der Dienste der modernen Schwan-Nachfolger. Spielerberater sind die Hintermänner der Bundesliga. Ich habe die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Es gibt sicherlich auf diesem Gebiet seriöse Fachleute und auch Typen, wenn ich so sagen darf, die nur die Spieler ausnutzen und abzocken wollen. Ich habe gute Kontakte zu einigen Spielerberatern. Wie funktioniert dieses Geschäft um Beratung und Vermittlung? Beispiel Wolfgang Kahnert. Der Berater aus Leverkusen hat mit Schössler, Kern, Hauptmann, Jänich, Pilz, Gütschow, Stübner und Radke gleich 8 Dynamos unter Vertrag. Zudem die Ex-Dresdner Scholz, Sammer und Kirsten. Der Spieler soll vorrangig Fußball spielen. Und alle anderen Dinge wie Vertrag, Werbeverträge, Versicherungen, steuerliche Beratung, die wird eben dann von einem Manager abgewickelt. Für seine Kunden, sprich Spieler, mimt Kahnert eine Art Mädchen für alles. Berater oder auch Freund, oder wie ist dieses Verhältnis? Berater und Freund würde ich sagen, denn ich habe ihn kennengelernt, als ich zu Fortuna Köln gewechselt bin. Habe also dort mit ihm nur positive und gute Erfahrungen gemacht. Er hat sich also um alle Sachen, die unsere Familie betrifft, gekümmert, die Kinder in die Schule eingeschult, er hat uns Telefon versorgt, also er hat im Prinzip alles gemacht, was ich hier zum Leben brauchte. Und er hatte meine Interessen dann später noch vertreten, als ich wieder in Dresden angelangt bin. Und man sieht ja auch jetzt hier, der Kontakt ist weiter gepflegt worden und ich kann also nur positiv über ihn berichten. Hinter diesem unscheinbaren Türschild in der Kölner Südstadt verbirgt sich das Büro von Wolfgang Farian. Er repräsentiert den anderen Manager-Typus, eigentlich Spielervermittler. Die Spieler wissen Bescheid, dass ich mich hier auf diesem Markt bewege. Die rufen an und erklären mir, der Vertrag läuft aus und sagen, können wir uns mal treffen. Ich hätte gerne, dass Sie meine Interessen vertreten. Okay, dann treffe ich mich mit dem Spieler. Und wenn wir uns dann irgendwo klar sind, ich brauche jetzt auch keinen Vertrag mit dem Spieler, weil was interessiert mich ein Vertrag, wenn man sich so privat nicht versteht. Und dann kontaktiere ich die Vereine und setze mich mit bei den Vertragsgesprächen am Tisch. Spielervermittler führen ein Schattendasein, denn manchmal können sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ja, jetzt kann ich natürlich ins Fettnäpfchen treten, aber ich glaube, dass die natürlich bei den Transfers mitverdienen. Und die werden ja bestimmt auch Leute aus dieser Branche interviewen. Und die werden ihnen das dann sagen, wie die ihr Geld verdienen. Aber die verdienen natürlich an den Transfers, was ich eigentlich für ganz legitim halte, denn sie bieten ja auch dem Spieler, sagen wir mal, eine bessere Verdienstmöglichkeit. Laut Gesetz jedoch hat das Arbeitsamt das alleinige Recht der Vermittlung von Arbeitsplätzen. Offiziell also ist Spielervermittlung illegal. Probleme sind vorprogrammiert. Da bin ich auch schon in Konfrontation mitgekommen, aber ich habe mir dann gesagt, ich stelle mich davor und habe gefragt, was ich falsch gemacht habe, ob ich irgendwie einen umgebracht habe. Ich kann sagen, ich habe einen Spieler von der Straße wegen Job besorgt. Das Arbeitsamt, glaube ich, dass noch keiner über das Arbeitsamt eine Arbeitsstelle als Fußballer gefunden hat. Und ich habe auch keine Probleme mehr damit, weil ich habe, wie gesagt, ich habe keinen gelingt oder habe einen irgendwie Geld aus der Tasche gezogen. Vor 10 Jahren war Holger Klemme bekanntester deutscher Spielerberater. Dann jedoch kam eine Flut von Klagen. Zuletzt wurde er wegen unerlaubter Arbeitsvermittlung zu 5.000 Mark Bußgeld verdonnert. Der DFB lässt Vermittlern und Beratern dagegen meist freie Hand. Man weiß, dass das Transferkarussell der Bundesliga ohne sie nicht mehr laufen könnte. Weil das Problem war früher halt, okay, weil man wurde da irgendwie eingeengt auf Spielervermittler und das ist nicht erlaubt. Und somit bin ich halt Spielerberater.
Ob Vermittler oder Berater, sie alle verdienen viel Geld. Aber wer bezahlt diese Männer? Umsonst läuft nämlich in der Branche, in der Millionen bewegt werden, gar nichts. 15 bis 20 professionelle Berater und Vermittler arbeiten in der Bundesliga. Sie beziehen ein festes Salär von ihren Schützlingen oder aber sie kassieren Prozente der Ablösesummen bei vermittelten Transfers. Irgendwie komme ich immer auf den Nenner. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie der eine sagt, 5%, 3% oder 10%. Ich habe also da, muss ich sagen, keine Probleme. Es sei denn, dass halt dann rein vielleicht mal das, was wir abgesprochen haben, nachher nicht mehr einhält. Das ist mein Risiko. Der ehemalige Nationaltorhüter holt sich sein Geld von den Vereinen. Manchmal jedoch finanzieren sich Vermittler noch anders. Manchmal auch über beide. Die schwarze Schafe finanzieren sich über den Verein und über den Spieler. Nicht nur Lattek, auch Pierre Barski, der Weltmeister von 1990, hat da schlechte Erfahrungen machen müssen. Andererseits gibt es natürlich auch Berater, die wirkliche Schmarotzer sind, die eigentlich nur an den Transfers mitverdienen, die sich eigentlich gar nicht Berater schimpfen dürften oder nennen dürften, sondern einfach nur Parasiten, weil die halt eben nur an Transfers beteiligt sind, für den Spieler ansonsten nichts rausholen. Gute Spielerberater leben von guten Beziehungen zu Clubmanagern und Präsidenten im In- und Ausland und die müssen gepflegt werden. Wie hoch ist ungefähr im Monat Ihre Telefonrechnung? Das schwankt auch. 1000 Mark, 2000 Mark. Vor allem im Vertragspoker können gewiefte Berater ihren Spielern helfen. Ulf Kirsten zum Beispiel ließ sich in Leverkusen eine Ausstiegsklausel in den Kontrakt schreiben, die für Aufsehen sorgen wird. Der Ulf Kirsten kann international wechseln für eine Summe, die liegt zwischen 6 und 7 Millionen Mark. Und national halt etwas tiefer, liegt so um 5 Millionen rum. Ich habe konkret international den SSC Neapel bei mir gehabt, den Manager Perinetti. Wir haben verhandelt, haben auch finanzielle Dinge geregelt, wir haben alles schriftlich fixiert und müssen uns halt jetzt Gedanken machen, wie es weitergeht. Wir wollen niemals auseinander. Wir wollen niemals auseinandergehen. Könnte auch zutreffen auf Dynamo Dresden und Thorsten Gütschow, der hier lange sehr erfolgreich und als unabdingbar geltend gespielt hat in der Stammmannschaft. Aber es könnte sein, dass jener Wolfgang Kahnert, der ja auch Ihr Spielerberater ist, in der Zwischenzeit sehr rührig ist und versucht, Thorsten Gütschow irgendwo anders unterzubringen. Ist das so? Es gab ja Meldungen, aus Österreich soll Interesse bestehen oder sogar hier aus einem Amateurverein in hiesigen Landen. Ja, ich muss mal so viel sagen, ich bin mit dem Wolfgang jetzt ungefähr 3 Jahre zusammen und ich bin mit seiner Arbeit absolut zufrieden. Und sicherlich, ich werde heute nicht nach Hause kommen, sicherlich mit ihm nochmal sprechen und es geht auf alle Fälle weiter mit Thorsten Gütschow. Ich denke eigentlich nur morgen erstmal an das Spiel in Schalke 04 und was anderes dann, das wird sich alles ergeben und der Wolfgang wird sich schon rühren. Wenn man nun, das hört sich ja so an, dass Sie auch sehr großes Vertrauen in den Mann haben, wenn man nun auf einen solchen Spielerberater zutritt, woher weiß man, dass man sich auf diese Person auch so verlassen kann? Ja, ich... Denn was da eben in dem Bericht auch anklang, ist, dass der Udo Lattek hat es gesagt, es gibt ja auch schwarze Schafe in der Branche, man kann ja da auch böse auflaufen. Ja, ich bin ungefähr seit gleichen Zeit rein, wo der Hans-Uwe Pilz ein ist und ich habe dem Uwe schon immer ein bisschen vertraut und ich habe ihn zwar nicht gekannt, den Herrn Kernert, aber er hat mir erstmal vieles klargestellt mit Versicherungen und so, hat mir so was besorgt an Werbezeug und also ich bin zufrieden und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Das ist im zweiten Jahr schon drin und es läuft auch nicht gut mit uns beiden. Mhm. Was ich ein bisschen als Problem ansehe, ist, ich meine, eine verlässliche Zahl vorliegen zu haben, dass Dynamo Dresden im Falle eines möglichen Wechsels, 1 Million Mark Ablöse haben will. Das ist eine stattliche Summe. Nur, wenn ein Spieler nicht spielt, noch zu dem, wo er immer sehr viele Tore erzielt hat, auch in wichtigen und maßgeblichen Spielen, dann ist diese Ablösesumme ja auch nur schwer zu erzielen. Warum spielt Thorsten Gütschow nicht?